Ältere Gebäude sind schlecht isoliert gewesen. Das heisst, der Schnee ist abgerutscht oder geschmolzen. Wenn man nachträglich das Dach isoliert, dann bleibt der Schnee länger liegen, wird höher auftürmt und gibt grössere Lasten. Wie man Dächer einfacher und schnell räumen kann, darüber macht man sich in Klosters im Bündnerland schon länger Gedanken. Der findige Dachdecker Jörg Fretz hat eine Technik entwickelt, wie er bei seinem Privathaus den Schneefänger mit einem Seil ohne Schaufel von seinem Dach und der Solaranlage herunterlassen kann. Wenn wir mal so eine Testphase gemacht haben, probieren es. Wenn es dann nicht funktioniert, dann muss ich halt einen rechten Schneefang drauf tun. Und tatsächlich im ersten Winter. Paff, der Schnee ist runter. 30 Sekunden. Und mein Nachbar ist um 4 Stunden schaufeln. Und ich habe die Solaranlage frei und habe wieder vollste Leistung und Stromerzeugung aufs Haus. Die Menschen in Österreich machen es derweil so wie seit Jahrhunderten. Mit Schaufel und Seil und einer gehörigen Portion Wagemut.